Gründer der Naturschutzeule, ist tot. Kurt Kretschmann starb im Alter von 92 Jahren jetzt in Bad Freienwalde. Deshalb erinnern wir an dieser Stelle auch an das, was sein Leben ausmachte. Das war natürlich der Naturschutz, aber Kurt Kretschmann war auch Vorreiter und Vordenker für den heutigen Bioanbau. Der Mann wusste, wie man den kargen märkischen Sand in brauchbare Erde verwandeln konnte. Unter unseren Besuchern, da war auch Fachleute und die waren überrascht, dass wir 5% Humus im Boden haben. Kurt und Erna Kretschmann lebten ihre Naturschutzideen auch immer selbst. Sandigen Boden fruchtbar machen durch Abdecken mit Pflanzenresten, das hatten sie mit großem Erfolg dem Wald abgeschaut. 150.000 Besucher kamen über die Jahre nach Bad Freienwalde in den Schaugarten dieses legendären Ehepaares, das in einer Blockhütte lebte und von diesem Haus der Naturpfleger aus auch für unverbaute Seeufer und große Nationalparks stritt. Kurt, Berliner Hinterhofjunge, war als Pazifist vor den Nazis in die Wälder geflohen, bis die Gestapo ihn 1940 in Strafbataillone an der Front schickte. Mit Ernas Hilfe überlebte er als Deserteur 3 lange Monate bis zum Kriegsende in einem Versteck unter dieser Laube. Dann wurde er Naturschutzbeauftragter in Oberbarnim, schuf mit Erna erste DDR-weite Ausstellungen und ab 1956 Europas erste Lehrstätte für Naturschutz. In dem kleinen Holzhaus, seit 1996 Museum, lebten sie als Vegetarier vom Garten, schrieben über 2000 Fachartikel, finanzierten damit Broschüren, ein internationales Storchenschutznetz, den ständigen Ausbau ihres Schaugeländes und verlangten trotzdem nie Eintritt. Nach der Wende wurde ihr Eulenzeichen zum deutschlandweiten Naturschutzsymbol. Entworfen hatte es Kurt Kretschmann 1953. Da haben wir also dieses Eulenschild entwickelt. Und zwar deshalb, weil die Menschen, die wir mit unseren Erhebungen befragten, gibt es im Dorf noch eine Schleiereule und einen Steinkot. Da sagten die Leute dann wiederholt, ach, sie wollen auch wissen, wo der Totenvogel wohnt. Und weil die Eule so verleumdet war, habe ich gesagt, die machst du jetzt als Zeichen für den Naturschutz, damit wir den Leuten zeigen, gerade dieser Vogel ist für uns also wertvoll und das ist alles eine völlig falsche Einstellung. Nach dem Tod seiner Frau 2001 schrieb Kurt Kretschmann mit bewundernswerter Energie noch weiter an seinen Büchern. Ja, ein Mann, der seiner Zeit voraus war. Deshalb sendet der RBB morgen Nacht um 0.30 Uhr auch noch mal einen Film über Kurt Kretschmann unter dem Titel Was heißt schon reich sein? Ein Leben für den Naturschutz. Ja, und in Anlehnung an die Naturschutzeule von Kurt Kretschmann haben wir uns beim heutigen Zuschauerfoto für diesen etwas andächtig reinschauenden Uhu hier entschieden. Gisela Normensen aus Potsdam hat ihn auf der Burg Rabenstein fotografiert. Wir sagen vielen Dank dafür. Gedanken von Kurt. Wir empfinden sie mit die geheime Kraft, die in den Trieben und Knospen jedes Jahr Neues schafft. Doch wo kommt sie her? Steigt sie aus Mutter Erde empor oder bricht sie aus den Sonnenstrahlen hervor? Trägt sie der Wind aus dem Süden heran? Ist der Regen im März und April beteiligt daran? Und wer richtet das alles aus zur rechten Zeit, dass der Frühling uns so erfreut mit seinem Blütenkleid? Oft stelle ich diese Frage, niemand beantwortet sie. Es läuft schon ewig in größter Harmonie. Wer es besser machen will, ist töricht und dumm. Die Natur hat ihre großen eigenen Gesetze, da kommen wir nicht herum. Das habe ich begriffen. Da will ich dankbar sein. Auf irgendwelche Heilslehre falle ich nicht mehr rein. Mit dieser Erkenntnis bin ich glücklich und froh. Denk nach, vielleicht siehst du es dann ebenso. Dankeschön. Bad Freienwalder Ehrenbürger verstorben.
Der Bad Freienwalder Ehrenbürger Kurt Kretschmann ist tot. Er verstarb 92-jährig am vergangenen Samstag in Bad Freienwalde. Am 2. März 1914 in Berlin geboren, entdeckte Kretschmann schon früh sein Interesse für die Natur, als er sich mit Ernährungsfragen und naturbelassenem Gartenbau intensiv beschäftigte. Seine Liebe zur Natur und zum Leben und sein Freiheitsdrang ließen ihn zum überzeugten Pazifisten werden. Trotz seiner Haltung wurde Kretschmann 1941 eingezogen und nach Russland an die Front geschickt. Im Jahre 1942 heiratete er Erna Scherf, die ihm bis zu ihrem Tode 2001 eine treue Weggefährtin war. Bei einem Heimaturlaub 1945 desertierte Kretschmann und verbarg sich 75 Tage in Bad Freienwalde unter einer Gartenlaube. Nach dem Kriegsende begann sein engagiertes, selbstloses Wirken für den Naturschutz. So wurde er 1949 der erste Kreisbeauftragte für Naturschutz im Kreis Oberbarnim und entwickelte in dieser Zeit das Naturschutzsymbol, eine schwarze Waldohreule auf gelbem Grund, welches seit 1992 für ganz Deutschland als Naturschutzsymbol übernommen wurde und den Adler der Bundesrepublik ablöste. Er arbeitete in den Folgejahren als Landesbeauftragter für Naturschutz im Land Brandenburg, als Referent für Naturschutz an der Akademie der Landwirtschaftswissenschaften in Berlin und gründete und leitete die Lehrstelle für Naturschutz Müritzhof. Kurt Kretschmann war Ehrenpräsident des Naturschutzbundes Deutschlands. Den Bad Freienwaldern wird Kurt Kretschmann vor allem immer als Erbauer und Begründer des Hauses der Naturpflege, aber auch als selbstloser Idealist, als Naturschutznestor und engagierter Umweltschützer sowie als Eulenvater in Erinnerung bleiben. Unseren letzten Beitrag widmen wir Kurt Kretschmann. Er hat uns lange begleitet. Vor wenigen Tagen ist er 92-jährig gestorben. Unsere Sendereihe Ozon hat einen Teil ihrer Wurzeln dort, wo Kretschmann über Jahrzehnte rastlos wirkte, im ostdeutschen Naturschutz. Er bleibt für viele, die im Einklang mit der Natur leben wollen, Vorbild, Ansporn und Symbolgestalt. Dass diese Eule, sein Kind, ihn überleben würde, war nicht zu allen Zeiten sicher. Ein glückliches Paar. Erna und Kurt Kretschmann im Sommer 2000 auf einem Fest in ihrem Bad Freienwalder Haus der Naturpflege. Ihr Zeichen mit der Eule war 50 Jahre alt geworden. Als ich 1949 mit der Naturschutzarbeit begann, hatten wir im Kreis Oberbarnim 25 Naturdenkmale. Innerhalb von anderthalb Jahren habe ich das auf 200 Naturdenkmale gesteigert. Und da entstand eben die Frage, müssen wir das nicht kennzeichnen, damit die Bevölkerung davon mehr Kenntnis erhält? Als Kreisnaturschutzbeauftragter hatte Kurt Kretschmann zunächst einen Flamingo auf seine Briefköpfe drucken lassen. Doch bei der Suche nach seltenen Bäumen, Steinen und Tieren traf er mit seiner Frau auf eine abergläubische Geschichte. Und da kam ich auf die Eule, weil die Leute eben damals noch diese Ansicht vertraten, es wäre ein Totenvogel, der, wenn im Dorf Licht ist bei einem Kranken und die Eulen vor den Fenstern hin und her fliegen, um die Nachtinsekten zu fangen und dann rufen, da würde der Betreffende dann sterben. Und weil die Eule so verleumdet war, dachte ich, die stellst du direkt ins Zentrum der Naturschutzarbeit als Zeichen. Ein Grafiker aus Eberswalde half bei ersten Entwürfen. Kurt Kretschmann entschied sich für die schöne Waldohreule. Und für die typische Form religiöser Bildstöcke in den Alpen, die er vor dem Krieg auf Wanderungen gesehen hatte. Nach dem DDR-Naturschutzgesetz, das Kretschmann 1954 miterarbeitete, kam die Eule in alle schönen Landschaften. Und wurde nach der Wende kurios variiert. Mecklenburg-Vorpommern hat die alte Kretschmann-Eule, aber auch eine Tatzeneule mit Scheinwerferaugen. Brandenburg eine biologisch korrekte mit zwei Krallen nach vorn.
Ich denke, die Ausstrahlung der Eule ist vor allen Dingen deswegen so groß, weil sie so eine Synthese ist. Einerseits repräsentiert sie einen Gesetzeszusammenhang und steht für Anordnungen. Und gleichzeitig ist sie aber auch ein Symbol, das überzeugen will und das die Menschen anspricht. Und das ist für Umweltpolitik genau diese Synthese, die nötig ist. Gegen die wachsenden Ausflugslawinen suchten westdeutsche Naturschützer 1953, angeregt von der Osteule, auch ein Zeichen. Sie entschieden sich für den amerikanischen Weißkopfseeadler in einem grünen Verkehrsdreieck. Hier hat man das Gefühl, das ist noch echte Heimatschutz und Heimatliebe, so wie es in den Alpen ist. Hier, dieses ist ein modernes Schild, dass eigentlich die Leute, die heute nur noch mit Kraftfahrzeugen unterwegs sind, wissen, also hier ist genau dieselbe Bedeutung in den Verkehrsregelungen, Betretungsverbote und so weiter, mit Vorfahrt. Hier hat der Naturschutz Vorfahrt. Hier ist also ein Stück Erinnerung drin. Und dann hat man also versucht, jetzt zu kombinieren, und es gibt im Augenblick die abenteuerlichsten Schilder.1991 überraschte sie die freudige Nachricht. Alle Umweltminister hatten auf einer Konferenz empfohlen, deutschlandweit Kretschmanns Eule einzuführen. Das ist ja großartig. Die Eule hat über den Adler gesiegt, denn die Eule ist das Zeichen der Weisheit und der Adler ist das Zeichen der Macht. Im Zeichen der Eule haben die Kretschmanns auch selbst gelebt. Tausende Menschen in ihrem Lehrgarten empfangen. Ganze Landschaften geschützt. Sie bekamen den Europäischen Umweltpreis, wurden Ehrenbürger ihrer Stadt Bad Freienwalde, setzten sich ein bis zuletzt. Ich wünsche mir, dass für die ganze Bundesrepublik diese Eule verbindlich im Naturschutzgesetz festgeschrieben wird. Morgen Nachmittag ist die Trauerfeier für Kurt Kretschmann in Bad Freienwalde. Dort ist das Haus der Naturpflege auch im Winter. Gelebt haben sie schon immer, ohne Auto und dicke Sparbücher. Daran änderte sich auch nichts, wenn die Zeiten sich änderten. Man sieht, dass er sehr humusreich ist. Und unter unseren Besuchern im Juli, da war auch Fachleute, die das beurteilen können. Und die waren überrascht, dass wir 5% Humus im Boden haben. Und diese totale Mulchmethode, die wir jetzt auch mit einem Buch beschrieben haben, die müsste man natürlich nun noch 10, 20 Jahre weitermachen, um zu sehen, was dann sich ergibt. Aber mit 82 Jahren ist das natürlich nicht so ohne weiteres machbar. Wieder ist ein Experiment gelungen. Kein Komposthaufen mehr. Den Boden gleich abdecken, wie es der Wald macht mit seinem Laub. Zum Beispiel mit der alten nährstoffreichen Halbpflanze Beinwell. Und natürlich überall Häuser für Insekten und Vögel. Erna und Kurt Kretschmann, seit 1947 Pioniere des ostdeutschen Naturschutzes. Nun haben sie aus einem wilden Hang auch noch diesen Garten gezaubert, gleich hinter der Mietswohnung, in die sie vor Jahren eigentlich aus Altersgründen umgezogen sind. Wieder ist es ein Lehrgarten, Eintritt kostenlos.
weil viele der Experten ja manches auch nur aus der Theorie haben, haben ein ungeheures Wissen und berufen sich immer dann wieder auf diesen und jenen Professor. Und hier ist wirklich dann mal ein praktisches Beispiel. Und das ist, was wir vor 20, 30 Jahren schon immer gefordert haben unter dem Motto Naturschutz vor der Haustür. So gehört auch diese Variante mit dazu, dass wir uns jetzt bemühen, was uns in unserem Alter noch möglich ist, gerade auch die Menschen mit Gärten anzusprechen und sie zu aktivieren. Ihr Garten in Bad Freienwalde, dem Städtchen am Rande des Oderbruchs, eingebettet in die Hügel des Barnim unweit Berlins. Für viele wurde es zum Mekka, denn hier erhielten Naturschützer, Gärtner oder Landwirte einfache, aber wirksame Tipps zum Umgang mit Garten und Landschaft. Noch mehrmals in der Woche spazieren sie hinüber zu ihrem Lebenswerk, dem großen Lehrgarten rund um ihr selbstgezimmertes Holzhaus, dem heutigen Haus der Naturpflege. Hier lebten sie bis 1983 von eigenem Obst und Gemüse, empfingen über 120.000 Besucher, schrieben 2.000 Fachartikel, planten Schutzgebiete, präsentierten hunderte Arten von Gehölzen, Stauden, Farnen und Gräsern, ohne Eintrittsgeld, erspart nur mit Vorträgen und Zeitungsartikeln. Nun haben sie vom Geld des Europäischen Umweltpreises auch noch ein Naturschutzmuseum eingerichtet. Weil dies sozusagen eine Urzelle der praktischen Naturschutzarbeit gewesen ist über die Jahre der DDR, wünschten die beiden Herren, der Umweltminister Platzek und Professor Suko, dass dies für die Nachwelt erhalten wird. Und das haben wir aus den so vielen Arbeiten durch die Jahrzehnte versucht darzustellen. So geben wir hier, diese Veranda war unser Lebensraum den ganzen Sommer über. Ich habe hier mit meiner Schreibmaschine gesessen und viele tausend Blätter geschrieben an Artikeln und Büchern und organisatorischen Dingen. Wir sind ja auch mit der Naturschutzarbeit in den Kulturbund eingedrungen, der damals unsere Heimstätte war, hatten die Natur- und Heimatfreunde, haben die Wandergruppe hier geleitet. Und über all die Dinge wird hier zum Teil Originale, weil wir die auch doppelt haben, oder in Kopien dargestellt für jeden interessierten Besucher. Es sind 17 verschiedene Fachgebiete, die wir bearbeitet haben, auch bis zur Denkmalspflege hin, die in kleinen Gruppen auch über unsere Lebensweise, wir sind seit langen Jahren Vegetarier, darüber ist eine kleine Abteilung, oder als Kriegsgegner, als Pazifisten, auch darauf weisen wir hin, denn zwischen der Umwelt- und Naturschutzarbeit und den von mir genannten Dingen eben besteht ja ein Zusammenhang. Und darüber wollen wir die Besucher informieren. Das Archiv zweier langer Naturschützerleben. Dabei sah es anfangs nicht danach aus. Kurt verbringt seine Jugend auf den krankmachenden Hinterhöfen der Arbeiterviertel in Berlin der 20er Jahre. Es mangelt an Raum, Sonne und Luft zum Atmen. Nicht zuletzt der wohlmeinende Rat eines befreundeten Arztes treibt den Schneiderlehrling jedes Wochenende hinaus in die Wälder vor die Tore der Stadt. Auf seinem täglichen Arbeitsweg liest er auch in den Schaukästen der KPD-Zentrale die Rote Fahne. Neugierig geworden, spart er sich Bücher vom Munde ab, die sein weiteres Leben entscheidend lenken sollen. Fasziniert erfährt er von alternativen Lebensweisen, von Menschen, die sich vegetarisch ernähren oder sich dem Krieg verweigern. Die wesentlichen Leute, die uns beeinflusst haben, waren damals Werner Zimmermann. Er war der bekannteste Jugendführer von Europa, ein Schweizer Lehrer. Vegetarier, ist durch alle möglichen Länder, Japan und USA und Mexiko und überall gewandert, hat wunderbare Bücher geschrieben und hat diese Lebensweise vorgelebt auf die einfachste Art. Und das hat sich dann fortgesetzt in Gandhi und Schweizer. Und da gibt es also auch noch viele andere Vertreter. Kurz Einstellung zum Militär wird nach dem Ersten Weltkrieg geprägt durch die Begegnung mit Ernst Friedrich. Neben Erich Mühsam und Gustav Landauer einer der bedeutendsten Antimilitaristen und Anarchisten der Weimarer Republik, heute vergessen. Friedrich zeigt in seinem Antikriegsmuseum die unverblümte Wahrheit über die Schrecken des Krieges. Tief beeindruckt wird Kurt Kretschmann zum entschiedenen Kriegsgegner, trägt das Symbol am Kragen.
1933, die Nazis kommen an die Macht. In Deutschland gibt es 6 Millionen Arbeitslose, als Kretschmann, der in einem Berliner Schneiderbetrieb Wehrmachtsuniformen nähen soll, sich trotzdem verweigert und kündigt. Ohne Arbeitslosenunterstützung versteckt er sich fortan in einer Gartenkolonie im Norden Berlins. Gemeinsam mit Freunden lebt er von Pilzen und Salat, vielen Büchern und langen Gesprächen. Dies ist auch der Ort, an dem sich die Lebenslinien von Erna und Kurt kreuzen. Und er wandert. Mit 20 Mark in der Tasche 10.000 Kilometer quer durch das noch kriegsfreie Europa. Vom Steigerwald zum Lago Maggiore sind die Landschaften seine Universitäten. Bewundert er traditionelle Lebensweisen und sorgsamen Umgang mit der Natur. Erna wächst auf in Köslin bei Stettin. Die Mutter, einst selbst Tagelöhnertochter, spart als Köchin in pommerschen Adelshäusern jeden Groschen auf. Leiht von den Herrschaften Werke von Gorki oder Dostojewski, um Erna den Weg zu ermöglichen, der ihr selbst verwehrt blieb. Der Besuch des Lyzeums und ein pädagogisches Studium. Neben der Neigung zur Literatur erfährt sie von ihr eine tiefe Menschenliebe. Ihre Liebe zu Kurt ist noch jung, als er 1940 nach Gestapo-Verhören zum Militär und schließlich an die Front gezwungen wird. Erna steht zu ihm, heiratet ihn per Ferntrauung, hält ihn am Leben, als er 3 Monate vor Kriegsende desertiert und sich bis zur Befreiung in Bad Freienwalde unter einer Laube versteckt. Als ich hier desertierte, das habe ich in 2 Nächten habe ich das gebaut. Ich war ja doch im Krieg immer damit beschäftigt, Bunker zu bauen und solche Sachen zu tarnen und so weiter. Da habe ich meiner Frau gesagt, ich habe keine Angst davor, dass sie mich finden und mich erschießen. Aber ich habe Angst davor, dass sie sagen, das ist zu gut für ihn, also wir schlagen ihn mit Knüppeln tot und so weiter. Und davor habe ich Angst. Und da hat meine Frau gesagt, wie es auch kommen mag, ich bleibe bei dir, dann sterbe ich mit dir. Nach dem Krieg finden die beiden schnell neue Aufgaben. Ich war Kreisbeauftragte im Kreistagsabgeordnete für die Frauen hier in den ersten Jahren. Und als ehemalige Kindergärtnerin und Hortnerin hatte ich für die pädagogischen Fragen sowieso Interesse. Der Schulrat wollte mich immer wieder in Schuldienst haben. Aber da wir auch unser nach Beendigung des Faschismus mal endlich unser, das uns sehr viel Opfer gekostet hatte, unser eigenes Leben gestalten wollten, wollten wir etwas gemeinsam machen. Und da kamen wir durch den Zufall, dass beim Schulrat angefragt wurde, von der Potsdamer Landesregierung einen Kreisbeauftragten für Naturschutz zu finden. Und da sagten wir, na, das ist doch etwas, was wir gemeinsam machen können. Und so stiegen wir, ohne zu ahnen, welche universelle Arbeit auf uns zukommen würde, in die Naturschutzarbeit ein. Die Dörfer des Oderlandes sind für Kurt Kretschmann voll bewahrenswerter Geschichte. Mit dem Fahrrad oder zu Fuß erkundet und dokumentiert er die Gegend mit ihren verbliebenen Natur- und Kulturschätzen. In einer beispielhaften Landschaftsanalyse des Kreises Oberbarnim kartiert er alle Bau-, Boden- und Naturdenkmäler. So entdeckt er alte Taubenhäuser, Feldbacköfen oder große Findlinge, weckt über Gespräche neues Interesse, märkische Heimatkultur zu bewahren. Öffentlichkeit ist den Kretschmanns wichtig. Mit einfachsten Mitteln organisieren sie bereits 1950 eine Naturschutz-Wanderausstellung. In 14 Städten begeistert sie fast 200.000 Menschen. Mit dem neuen Naturschutzgesetz der DDR 1954, an dessen Erarbeitung Kurt Kretschmann maßgeblich beteiligt ist, wird auch ein neues Symbol geboren. Man muss die Objekte, die man sichert, Naturdenkmale und so weiter, muss man kennzeichnen. Und da haben wir also dieses Eulenschild entwickelt. Und zwar deshalb, weil die Menschen, die wir mit unseren Erhebungen befragten, gibt es im Dorf noch eine Schleiereule oder einen Steinkauz,
Da sagten die Leute dann wiederholt, ach, sie wollen auch wissen, wo der Totenvogel wohnt. Und da kamen wir dann dahinter, dass sie solche Vorstellungen hatten, dass wenn Kranke waren, die in der Nacht Licht hatten, dann flogen die Kölze da vor den Fenstern und fingen die Nachtinsekten. Und dann sagten sie, ja, die Eulen haben gerufen, jetzt muss der Kranke sterben. Und weil die Eule so verleumdet war, habe ich gesagt, die machst du jetzt als Zeichen für den Naturschutz, damit wir den Leuten zeigen, gerade dieser Vogel ist für uns also wertvoll und das ist alles eine völlig falsche Einstellung. Doch gilt die Aufmerksamkeit der Kretschmanns nicht nur dem Schutz der märkischen Landschaft. Schon in den 50er Jahren setzen sie sich für die Bewahrung bekannter Naturparadiese wie der Sächsischen Schweiz oder der Müritz ein. Deren Ostufer soll für 4 Jahre ihre nächste Station werden. Ein alter Hof bei Waren ohne Strom und Wasser wird unter ihrer Leitung ab 1956 durch ungezählte, unentgeltliche Arbeitseinsätze zur ersten Lehrstätte für Naturschutz in Europa. Mit Gesang und Fröhlichkeit erleben hier Lehrer, Journalisten, Herbergsleiter und Künstler unvergesslichen Unterricht, erlernen das ABC des Naturschutzes. Als jedoch Kretschmanns anhaltende Forderungen nach einem festen Etat ungehört verhallen, ist ihre Geduld erschöpft. Das Leben wieder selbst bestimmen wollen sie. An Ideen mangelt es nicht. 1960 gehen sie zurück nach Bad Freienwalde, entwickeln hier einen Lehrgarten und das Haus der Naturpflege. Einer der damaligen Schüler war auch Michael Suko. Wenn es seine Zeit erlaubt, ist der heutige Professor für Landschaftsökologie und Träger des alternativen Nobelpreises noch zu Gast bei den beiden, wie hier zum 35. Jubiläum des großen Lehrgartens. Im Nachbardorf aufgewachsen erfuhr er, der als 12-Jähriger bereits alle Vogelarten Brandenburgs kannte, bei den Kretschmanns liebevolle Förderung seiner Naturinteressen. Diese Lehrstätte für Naturschutz war für mich eine auch ganz prägende, wichtige Einrichtung. Denn immer wenn ich Ferien hatte im Sommer, dann war ich natürlich bei Kretschmanns auf dem Müritzhof und habe dort ja Exkursionen mitgemacht. Nachher auch durfte ich schon erste Gruppen führen, wenn er keine Zeit hatte. Also ein erstes Ranführen an Natur erklären, Natur vorzeigen, Naturschönheit empfinden. Und dann war es eben auch so, dass ich dann natürlich im Lehrgangsbetrieb mich einbrachte und viel lernte von den dort vorhandenen Spezialisten, eben Fledermaus-Spezialisten, Uhu-Spezialisten, all das kam nach Müritzhof und Kretschmanns prägten ganz sicher mehrere Generationen von Naturschützern der DDR auf diesem Müritzhof. Kurt und Erna 1982 in einem Fernsehfilm. Mit unzähligen Karren Lehm haben sie seit 1960 den Sandboden ihres großen Gartens in Bad Freienwalde verbessert. Das Haus der Naturpflege entsteht ohne einen Pfennig öffentlicher Unterstützung. Der Grundgedanke war, Häuser für Naturpflege am Rande der Großstädte einzurichten. Aber das ist nicht passiert. Der Naturschutz, der staatliche Naturschutz, war zu schwach in der DDR. Der hat diese Idee nicht aufgegriffen. So ist das beschränkt geblieben auf Freienwalde. Aber diese Häuser für Naturpflege hätten ja in jedem Landstrich und in jeder Gegend ein anderes Gesicht gehabt. Die wären ja immer wieder anders gewesen. Aber sie hätten gezeigt, man kann die Natur nicht nur ausbeuten, das war also auch in der DDR gang und gäbe, dass man die Rohstoffe rausnahm, wo man sie fand. Und das ist heute nicht anders, heute ist es vielleicht noch schlimmer, sondern man muss die Natur schützen, man muss sie pflegen und man muss sie auch gut gestalten. Und das sollten die Häuser für Naturpflege bringen. Und hier ist nun die Zentrale gewesen für diesen Gedanken. Aber 22 Jahre haben wir ohne staatliche Mittel das von uns privat durchgeführt. Für jedermann zugänglich soll er sein, der Bursberg rund um das Holzblockhaus. Kein Garten eigentlich, sondern ein Stück Landschaft. Anregung für die Besucher ist den Kretschmanns gleich zu tun und Natur zurück in die Städte und Dörfer zu holen, um von ihr und mit ihr zu leben.
Als Vegetarier ernten die beiden ihr Obst und Gemüse selbst, optimieren Anbaumethoden. Lupine neben Kartoffel, Dahlien neben Tomaten. Der Regenwurm ist einer ihrer besten Freunde. Im Komposthaufen tausendfach vermehrt, zersetzt er auf den Beeten fleißig das Laub der großen Eiche nebenan. Der beste Dünger weit und breit. Nisthilfen gibt es zu sehen, nicht nur für Vögel, auch für Fledermäuse und Bienen. Lebensräume schaffen, Ziegel, altes Holz, Steinhaufen, statt aufgeräumter Kleingärten. Den Schaugarten pflegt heute liebevoll ein Verein mit ABM-Kräften und einigen Fördermitteln vom Brandenburger Umweltministerium. Immer gehen sie mit ihren Erfahrungen hinaus ins Land. Nichts ist Selbstzweck. Die Dorfanger vieler Gemeinden im Oderbruch tragen noch heute die Handschrift der Kretschmanns. Gemeinsam mit den Einheimischen arbeiten wollen sie, Lebenswelt gestalten. Über die Jahre gepflegte Parks und Gärten sind für die beiden der schönste Lohn. Wir betrachten das eben als unsere Aufgabe, gute Ideen für die Natur und für den Menschen zu verbreiten. Da spielt nicht diese geldliche Frage eine Rolle, die ja heute so im Mittelpunkt des ganzen Lebens steht, sondern die war bei uns immer abgewertet, das war bei uns immer ganz nebenbei. Aber wir haben immer uns Aufgaben gesucht, die wir selbst bestimmt haben. Wir sind also nicht bezahlt worden von einem Betrieb oder von irgendeiner Organisation, sondern wir wollten das machen, was wir für richtig befunden haben. Und unsere einfache, spartanische und billige Lebensweise, die hat es eben ermöglicht, dass wir uns das leisten konnten, dass wir es durchsetzen konnten, trotz vieler äußerer Widerstände, die es natürlich gegeben hat. Der letzte märkische Ziegelbrennofen in Altgaul bei Vriezen, zugleich einer der schönsten Storchenhorste. Heute beherbergt er eine Ausstellung über den Lebenswandel von Meister Adebar. Und wie sollte es anders sein? Auch das eine Idee der Kretschmanns. Wir hatten hier in Freienwalde die Zentrale für den Weißstorch, nicht nur für die DDR, sondern mit 14 Ländern Europas, von Spanien angefangen. Das war alles noch in der DDR-Zeit. Haben wir gemacht, wir haben niemand gefragt, es hat uns auch niemand verboten. Und wir haben alle zwei Monate einen kleinen Druck rausgegeben, Storchmitteilung. Und was wir nun von diesen verschiedenen Ländern, also das ging über Frankreich, Holland, Belgien und so weiter, dann bis zur damaligen Sowjetunion, was wir da an Material kamen, das ist alles in diesen etwa 80 Storchmitteilungen enthalten. Unser Anliegen war, auch in den anderen Ländern Arbeitskreise Weißstorch zu bilden. Und das ist uns in Ungarn gelungen, in der Tschechoslowakei und in der Ukraine, in Kiew, in der Universität. Dass Störche Frösche mögen, weiß heute jedes Kind. Aber auch Mäuse und allerlei Insekten in einer vielfältigen Landschaft garantieren das Überleben der klappernden Freunde. Doch in den 50er Jahren geht es den großen Feuchtgebieten an den Kragen. Neulandgewinnung für die auf sich selbst gestellte Ernährung in der DDR. Sie wird auch als wissenschaftliche Pioniertat gefeiert. Doch die Trockenlegungen der großen nordostdeutschen Moorgebiete bringen später ein ökologisches Desaster. Der Moorboden trocknet aus, verwandelt sich in unfruchtbaren Staub.
Ein neues Zauberwort dann in den 70ern, Flurbereinigung. Nüchterner Begriff für die groß angelegte Beseitigung von Weihern, Hecken und Wäldern in Ost und West. Fleisch und Getreide produzieren wie in Fabriken. Traditionelle Landschaftsbilder müssen weichen. Wo in alten Weiden einst die Eulen hausten, ziehen nun Maschinenkolonnen ihre Spur auf riesigen Ackerflächen, chemiegepflegt und maschinengerecht im Planquadrat. Leitbild auch heute in der bauernarmen Intensivlandwirtschaft. Auch hier sahen die Kretschmanns Aufklärungsbedarf. Ein Filmdokument von 1982. In ihrem Umfeld versuchen sie, die schlimmsten Eingriffe zu mildern, um letzte Feuchtgebiete in der Agrarlandschaft zu erhalten und treffen auf Verständnis bei denen, die es noch anders kennen. Das ist ein Schlag von 21 Hektar. Da war früher bei Rietz Richard, da war ein großer Pool, so ein Tümpel. Nee, da war mit Rohr bewachsen. Und das war, der Tümpel war aber auch noch milleriert. Also durch Röhren zum Graben hin. Was hat man mit dem Tümpel gemacht? Den hat die Melioration zugeschüttet. Und was hat es jetzt der Erfolg? Jetzt steht der 21 Hektar Schlag zur Hälfte im Frühjahr unter Wasser. Oftmals scheinen die Widerstände für die Naturschützer unüberwindbar. Doch zögerliches Umdenken beginnt. Letzte Chance auch für alte Kulturlandschaften wie das Niederoderbruch. 1982, einer der vielen Versuche, die kleinen Gewässer und Baumgruppen zu erhalten. An der Spitze der Bemühungen Professor Suko. Uns geht es eben darum, dass diese Landschaft weiterhin genutzt wird, wie es in den letzten 50 Jahren schon geschehen ist, aber dabei diese Substanz an naturwissenschaftlich wertvollen Lebensräumen weiter erhalten wird. Und deshalb freuen wir uns eigentlich, dass jetzt hier Übereinkunft erzielt worden ist, dass die Aufwendung nicht weitergeführt wird. Denn wir müssen davon ausgehen, dass das letzte Stück Oderbruch ist, was wir haben, was noch Feuchtwiesencharakter trägt. Und das ist wirklich eine große Rarität. Wir haben die großen Moorniederungen generell stark entwässert. Wir haben die Auen zu Ackerstandorten gemacht und hier sind noch Wiesenlebensräume. Und deshalb der hohe Wert. All die Bemühungen über die Jahre haben sich doch noch gelohnt, als es engagierten Naturschützern und Professor Suko in der letzten Stunde der DDR gelingt, die wertvollsten verbliebenen Landschaften wie das untere Odertal, die Sächsische Schweiz, die Schorfheide oder Teile von Rügen als Nationalpark, Biosphärenreservat oder Naturpark zu schützen. Die alten Ideen auch der Kretschmanns. So. Jetzt gehen wir mal hier in den Raum rein, in dem haben wir nun gelebt, das war alles, das war unser Wohn- und Schlafraum. Die Ecke ist Küche gewesen und hier war unser Arbeitsraum. Hier habe ich mit meiner Schreibmaschine gesessen und viele, viele Beiträge geschrieben und viel Arbeit geleistet. Und die Besucher waren eigentlich doch davon angetan, in welcher Einfachheit wir hier eine ganze Menge bewältigen konnten an Arbeit für den Naturschutz. Und hier haben wir ja dann solche Sachen, Markgrafensee, völliges Bauverbot, das haben wir an den Seen dann angebracht und da durfte keiner bauen. Und das ist in der Nähe einer Großstadt wie Berlin mit 4 Millionen Einwohnern, dass wir hier als Nachbarkreis die Seen von der Bebauung freigehalten haben. Das sind große Werte, die hat der Naturschutz zu verbuchen, dass wir das geschafft haben. Es war ja zu der Zeit so bewiesen durch das Naturschutzgesetz der DDR, dass in gewisser Weise nur der traditionelle Naturschutz betrieben wurde. Geschützte Pflanzen, geschützte Tiere, einzelne Objekte. Da aber die gesamte Wirtschaftsentwicklung, man kann ja sagen weltweit, sich so rasant zur negativen Seite in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat, ist jetzt ein universeller Umweltschutz und Naturschutz ein ganz anderer, als er vor 40, 50 Jahren war. Hunderte Wochenendeinsätze für angenehme Wanderwege, für schöne Parks oder den Storchenschutz. Freiwillige gewinnen. Heute ist es schwieriger. Thank you.
das ist, man freut sich, wenn man noch ganz klein bisschen kann. So haben die beiden in einer ungeheuren Produktivität, geistig schöpferischer Arbeit, körperlicher Arbeit, Gartengestaltung, eben ihr Leben ganz einfach, ganz überzeugend verwirklicht, ohne nach Geld oder nach Position zu schauen, sondern eine ungeheure Uneigennützigkeit oder Gemeinnützigkeit, etwas für andere zu schaffen, für andere etwas Vorbild zu sein. Und das habe ich sonst nie wieder erlebt. Denn alle anderen, die um mich sind und ich selber, sind ja so widersprüchlich, so zwiespältig in unseren Ansprüchen, in unseren Vorstellungen. Aber bei Ihnen ist eben so überzeugend diese Einheit von Leben und Idee der Lebensgestaltung. So. Jo, warte mal, bis ich komme. So. Ja. Satt, dann kommen wir jetzt zum kulturellen Teil, zum wunderschönen Teil. Heute haben wir ja die Ehre, unseren Kurt Kretschmann hier zu haben. Wir nennen ihn ja auch den Vater des deutschen oder ostdeutschen Naturschutzes und wie sicherlich alle wissen, auch der Urheber der Naturschutzeule, wie sie hier vorne am Eingang uns schon erwartet hat. Die steht ja unten gleich hier, Landschaftsschutzgebiet Freienwalder Waldkomplex. Ein Alpenverein, aus den Worten lauschen will und heute schon eine kleine Wanderung hinter sich hat er erzählt, und zwar vom Falkenberg nach, ja, bis hier erstmal, den Bismarckturm schon erstiegen hat, ja, und denke ich mal auch ganz angetan ist von unserer schönen Oberbarnimer Heimat. Ja. Versteht und will, weil wir ja hier in einer Jugendherberge sind, mal mit dem anfangen, was ich mit dem Wandern zu tun hatte in meinem Leben. An sich bin ich im Arbeiter. Habe ja nach dem Ersten Weltkrieg da die Verhältnisse erlebt. Eigentlich Erster Weltkrieg, Kaisertum, dann die Weimarer Republik, dann die Nazizeit, dann die DDR-Zeit und jetzt eben die bayerischen Hosenträger und hatte so kleine Fahnen. Die Länder, die ich also besucht hatte, ob wenig oder viel, die hatte ich so auf der Brust mit kleinen Fahnen, sodass ich, wenn ich mit Leuten zusammenkam, doch gleich irgendwie Interesse erweckte und die auch Fragen an mich stellte. Aber heute, in dieser jetzigen Welt, sich nun
gedanklich in die damalige Situation hineinzuversetzen, das ist natürlich unerhört schwer. Es war ja nun ganz andere Verhältnisse und ich habe eben da auch in Berlin die Arbeitslosigkeit miterlebt mit 6 Millionen Arbeitslosen. Aber wenn man das mit heute vergleicht, so kann man das eigentlich nicht vergleichen. Das war natürlich eine völlig andere Zeit. Und ich illustriere das damit, dass zum Beispiel mein Vater in seinem Berliner Haus, wo er da gewohnt hat, das sind ja alles 3-4-stöckige Häuser gewesen mit vielen Menschen, da hatte er auch einen Freund und dieser Freund nahm sich das Leben eines Tages und er war davon sehr stark berührt und rannte zur Polizei. Ich möchte mal nach Potsdam kommen zur Landesregierung, sie hätten mit mir was zu besprechen. Und ich wurde also nach Potsdam gerufen. Und da machte man mir den Vorschlag, ob ich nicht das als Landesbeauftragter übernehmen würde, weil man mit den jetzigen, den man damals hatte, nicht zufrieden war. Und ich sagte, ja, unter den Bedingungen, da mache ich sofort kehrt, denn ich habe ja viel bessere Bedingungen im Kreis Freienwalde und da brauchen wir uns ja nicht lange zu unterhalten. Aber da haben sie dann gesagt, bleib doch mal hier und so weiter, wir werden noch versuchen, das zu klären. Und die Klärung war die, dass sie mich als Landesbeauftragter bezahlten und ich dann jede Woche einen Tag nach Potsdam kommen musste, um dort zu arbeiten. Aber die andere Zeit waren wir im Freien Walde, wo wir eine Schreibmaschine hatten und so weiter, waren wir vom Freien Walde aus tätig. Und habe da natürlich keinen leichten Stand gehabt. Das kann ich aber jetzt nicht so weiter erklären. Jedenfalls habe ich das 2,5 Jahre gemacht. Also, dieser Mann war besonders aktiv. Und er hatte ja, begründet. Und das war das größte Naturschutzgebiet in der DDR. Und doch mal komm, und wir müssen da eine Lösung finden. Und da bin ich dann hingefahren mit dem Zug. Und am Bahnhof stand er mit einer Kutsche. Mit zwei schönen Pferden, in seinem Kreis mit der Kutsche umher. Und die hatte er dem Freund da geliehen. Und wir fuhren raus, 10 Kilometer weit, in den Wald da hinein. Und da lag direkt am Ufer der Müritz eine große Bauernwirtschaft. Kurt liegt ja sehr am Herzen der Frieden und da hat er hier ein sehr schönes Gedicht geschrieben, das heißt, du sollst nicht töten. Und das werden wir mal vorlesen. Was in den USA erdacht, die war gegen Hitler in Berlin gemacht, aber der schoss sich in seinem Bunker tot. Über der deutschen Hauptstadt wehten viele Fahnen, die waren rot. Da warf man sie über dem noch unbesiegten Japan ab. Für 100.000 Kinder, Frauen und Männer das Massengrab. Und auch die noch weit schlimmere Wasserstoffbombe haben heute Christen. Unvorstellbar, sie einmal anzuwenden. Du sollst nicht töten, 4 Worte nur. Ich empfand das einmal als unverletzbaren Schwur. Lag aber vor Moskau im deutschen Heer, in vorderster Front mit einem Gewehr. Mir war klar, wir hatten da nichts zu suchen.
Die Russen hatten ein Recht, uns zu verfluchen. Wir wollten ihr Eisen, Kohle, Erdöl und Gold. Doch mit welchem Recht haben wir das gewollt? Offen dagegen einzutreten, wie sollte man das machen? Die Nazis hätten mich umgebracht mit einem Lachen. Ich wurde von der Gestapo eine Stunde vernommen und bin dann bei 30 Grad Frost an die Front gekommen. Das war 1942, vor Moskaus Toren. Da habe ich in der ersten Nacht geschworen, nie schieße ich auf einen Russen mit meinem Gewehr. Das mache ich nicht, da lege ich mich quer. Gleich ging es in einem Großangriff hinein. Den Kessel von Demjansk aufbrechen, 100.000 Mann befreien. Die Rote Armee hatte sie eingeschlossen. Wie viel Blut war hier schon geflossen? Drei Divisionen kämpften 7 Tage lang. 50.000 Soldaten man noch fand. Auch die wären verhungert oder erfroren. Doch von den drei Divisionen ging eine verloren. Es gelang, einen Zugang zu erringen und neue Truppen in den Kessel hineinzubringen. Auch ich war dabei und stand oft vor dem Tod. Da rannten wir 7 Stunden lang und entgingen dieser Not. Ohne Waffen retteten wir unser Leben. Schnell war man dabei, uns neue zu geben. Doch dann kamen die Russen mit hunderten Panzern heran. Ich wurde verwundet. 4 Wochen Lazarett, die Erinnerung daran. Später wurde ich wieder verwundet und bekam die Ruhr und Malaria. 2 Jahre im Krieg, was alles da geschah. Meinen Schwur blieb ich treu. Damit kehrte ich zurück. Aus russischer Gefangenschaft ein unglaubliches Glück. Doch die Ankunft in Freienwalde war nicht, wie ich dachte. Sehr schweres Leid sie mir erbrachte. Erna war auf dem Friedhof, dann hatte sie unseren Sohn Friedhard gebracht. Er starb an Diphtherie in der letzten Nacht. Keine Ärzte waren mehr vorhanden. Da breiteten sich die Seuchen aus und erfassten auch meine Familie zu Haus. Meine erste Arbeit, ich grub ein Loch. Die Ankunft in der Heimat, wie schmerzlich war sie doch. Ich wollte meine Geliebte mit 1000 Küssen überfallen. Nicht ein einziger blieb von allen. Nur ihre Hand habe ich schon lange festgehalten. Damit wollte ich sagen, wir müssen unser Leben neu gestalten. Wortlos gingen wir den Weg nach Haus. Auch die lieben Freunde, Ehepaar Lose, begrüßten uns ohne Blumenstrauß. Sie fühlten mit, was wir verloren hatten. Unser Schmerz warf auf die Zukunft einen langen Schatten. Wir sahen uns lange ins Gesicht. Was da vor sich ging, verstanden wir nicht. Warum? Wozu? Weshalb? Wurden wir davon betroffen? Nie bekamen wir eine Antwort. Alle Fragen blieben offen. Hinter der Naturschutzeule ist tot. Kurt Kretschmann starb im Alter von 92 Jahren jetzt in Bad Freienwalde. Deshalb erinnern wir an dieser Stelle auch an das, was sein Leben ausmachte. Das war natürlich der Naturschutz, aber Kurt Kretschmann war auch Vorreiter und Vordenker für den heutigen Bioanbau. Der Mann wusste, wie man den kargen märkischen Sand in brauchbare Erde verwandeln konnte. Unter unseren Besuchern, da war auch Fachleute und die waren überrascht, dass wir 5% Humus im Boden haben. Kurt und Erna Kretschmann lebten ihre Naturschutzideen auch immer selbst. Sandigen Boden fruchtbar machen durch Abdecken mit Pflanzenresten, das hatten sie mit großem Erfolg dem Wald abgeschaut. 150.000 Besucher kamen über die Jahre nach Bad Freienwalde in den Schaugarten dieses legendären Ehepaares, das in einer Blockhütte lebte und von diesem Haus der Naturpfleger aus auch für unverbaute Seeufer und große Nationalparks stritt.
Kurt, Berliner Hinterhofjunge, war als Pazifist vor den Nazis in die Wälder geflohen, bis die Gestapo ihn 1940 in Strafbataillone an der Front schickte. Mit Annas Hilfe überlebte er als Deserteur drei lange Monate bis zum Kriegsende in einem Versteck unter dieser Laube. Dann wurde er Naturschutzbeauftragter in Oberbarnim, schuf mit Erna erste DDR-weite Ausstellungen und ab 1956 Europas erste Lehrstätte für Naturschutz. In dem kleinen Holzhaus, seit 1996 Museum, lebten sie als Vegetarier vom Garten, schrieben über 2000 Fachartikel, finanzierten damit Broschüren, ein internationales Storchenschutznetz, den ständigen Ausbau ihres Schaugeländes und verlangten trotzdem nie Eintritt. Nach der Wende wurde ihr Eulenzeichen zum deutschlandweiten Naturschutzsymbol. Entworfen hatte es Kurt Kretschmann 1953. Da haben wir also dieses Eulenschild entwickelt. Und zwar deshalb, weil die Menschen, die wir mit unseren Erhebungen befragten, gibt es im Dorf noch eine Schleiereule und einen Steinkot? Da sagten die Leute dann wiederholt, ach, sie wollen auch wissen, wo der Totenvogel wohnt. Und weil die Eule so verleumdet war, habe ich gesagt, die machst du jetzt als Zeichen für den Naturschutz, damit wir den Leuten zeigen, gerade dieser Vogel ist für uns also wertvoll und das ist alles eine völlig falsche Einstellung. Nach dem Tod seiner Frau 2001 schrieb Kurt Kretschmann mit bewundernswerter Energie noch weiter an seinen Büchern. Ja, ein Mann, der seiner Zeit voraus war. Deshalb sendet der RBB morgen Nacht um 0.30 Uhr auch noch mal einen Film über Kurt Kretschmann mit dem Titel Was heißt schon reich sein? Ein Leben für den Naturschutz. Ja, und in Anlehnung an die Naturschutzeule von Kurt Kretschmann haben wir uns beim heutigen Zuschauerfoto für diesen etwas andächtig reinschauenden Uhu hier entschieden. Gisela Normensen aus Potsdam hat ihn auf der Burg Rabenstein fotografiert. Wir sagen vielen Dank dafür. Anständige Gedanken von Kurt. Wir empfinden sie mit, die geheime Kraft, die in den Trieben und Knospen jedes Jahr Neues schafft. Doch wo kommt sie her? Steigt sie aus Mutter Erde empor oder bricht sie aus den Sonnenstrahlen hervor? Trägt sie der Wind aus dem Süden heran? Ist der Regen im März und April beteiligt daran? Und wer richtet das alles aus zur rechten Zeit, dass der Frühling uns so erfreut mit seinem Blütenkleid? Oft stelle ich diese Frage, niemand beantwortet sie. Es läuft schon ewig in größter Harmonie. Wer es besser machen will, ist töricht und dumm. Die Natur hat ihre großen eigenen Gesetze, da kommen wir nicht herum. Das habe ich begriffen. Da will ich dankbar sein. Auf irgendwelche Heilslehre falle ich nicht mehr rein. Mit dieser Erkenntnis bin ich glücklich und froh. Denk nach, vielleicht siehst du es dann ebenso. Dankeschön. Bad Freienwalder Ehrenbürger verstorben. Der Bad Freienwalder Ehrenbürger Kurt Kretschmann ist tot. Er verstarb 92-jährig am vergangenen Samstag in Bad Freienwalde. Am 2. März 1914 in Berlin geboren, entdeckte Kretschmann schon früh sein Interesse für die Natur, als er sich mit Ernährungsfragen und naturbelassenem Gartenbau intensiv beschäftigte. Seine Liebe zur Natur und zum Leben und sein Freiheitsdrang ließen ihn zum überzeugten Pazifisten werden. Trotz seiner Haltung wurde Kretschmann 1941 eingezogen und nach Russland an die Front geschickt. Im Jahre 1942 heiratete er Erna Scherf, die ihm bis zu ihrem Tode 2001 eine treue Weggefährtin war. Bei einem Heimaturlaub 1945 desertierte Kretschmann und verbarg sich 75 Tage in Bad Freienwalde unter einer Gartenlaube. Nach dem Kriegsende begann sein engagiertes, selbstloses Wirken für den Naturschutz. So wurde er 1949 der erste Kreisbeauftragte für Naturschutz im Kreis Oberbarnim und entwickelte in dieser Zeit das Naturschutzsymbol, eine schwarze Waldohreule auf gelbem Grund,
welches seit 1992 für ganz Deutschland als Naturschutzsymbol übernommen wurde und den Adler der Bundesrepublik ablöste. Er arbeitete in den Folgejahren als Landesbeauftragter für Naturschutz im Land Brandenburg, als Referent für Naturschutz an der Akademie der Landwirtschaftswissenschaften in Berlin und gründete und leitete die Lehrstelle für Naturschutz Müritzhof. Kurt Kretschmann war Ehrenpräsident des Naturschutzbundes Deutschlands. Den Bad Freienwaldern wird Kurt Kretschmann vor allem immer als Erbauer und Begründer des Hauses der Naturpflege, aber auch als selbstloser Idealist, als Naturschutznestor und engagierter Umweltschützer sowie als Eulenvater in Erinnerung bleiben. Unseren letzten Beitrag widmen wir Kurt Kretschmann. Er hat uns lange begleitet, vor wenigen Tagen ist er 92-jährig gestorben. Unsere Sendereihe Ozon hat einen Teil ihrer Wurzeln dort, wo Kretschmann über Jahrzehnte rastlos wirkte, im ostdeutschen Naturschutz. Er bleibt für viele, die im Einklang mit der Natur leben wollen, Vorbild, Ansporn und Symbolgestalt. Dass diese Eule, sein Kind, ihn überleben würde, war nicht zu allen Zeiten sicher. Ein glückliches Paar. Erna und Kurt Kretschmann im Sommer 2000 auf einem Fest in ihrem Bad Freienwalder Haus der Naturpflege. Ihr Zeichen mit der Eule war 50 Jahre alt geworden. Als ich 1949 mit der Naturschutzarbeit begann, hatten wir im Kreis Oberbarnim 25 Naturdenkmale. Innerhalb von anderthalb Jahren habe ich das auf 200 Naturdenkmale gesteigert. Und da entstand eben die Frage, müssen wir das nicht kennzeichnen, damit die Bevölkerung davon mehr Kenntnis erhält. Als Kreisnaturschutzbeauftragter hatte Kurt Kretschmann zunächst einen Flamingo auf seine Briefköpfe drucken lassen. Doch bei der Suche nach seltenen Bäumen, Steinen und Tieren traf er mit seiner Frau auf eine abergläubische Geschichte. Und da kam ich auf die Eule, weil die Leute eben damals noch diese Ansicht vertraten, es wäre ein Totenvogel, der, wenn im Dorf Licht ist bei einem Kranken und die Eulen vor den Fenstern hin und her fliegen, um die Nachtinsekten zu fangen und dann rufen, da würde der Betreffende dann sterben. Und weil die Eule so verleumdet war, dachte ich, die stellst du direkt ins Zentrum der Naturschutzarbeit als Zeichen. Ein Grafiker aus Eberswalde half bei ersten Entwürfen. Kurt Kretschmann entschied sich für die schöne Waldohreule. Und für die typische Form religiöser Bildstöcke in den Alpen, die er vor dem Krieg auf Wanderungen gesehen hatte. Nach dem DDR-Naturschutzgesetz, das Kretschmann 1954 miterarbeitete, kam die Eule in alle schönen Landschaften. Und wurde nach der Wende kurios variiert. Mecklenburg-Vorpommern hat die alte Kretschmann-Eule, aber auch eine Tatzeneule mit Scheinwerferaugen. Brandenburg eine biologisch korrekte mit zwei Krallen nach vorn. Ich denke, die Ausstrahlung der Eule ist vor allen Dingen deswegen so groß, weil sie so eine Synthese ist. Einerseits repräsentiert sie einen Gesetzeszusammenhang und steht für Anordnungen. Und gleichzeitig ist sie aber auch ein Symbol, das überzeugen will und das die Menschen anspricht. Und das ist für Umweltpolitik genau diese Synthese, die nötig ist. Gegen die wachsenden Ausflugslawinen suchten westdeutsche Naturschützer 1953, angeregt von der Osteule, auch ein Zeichen. Sie entschieden sich für den amerikanischen Weißkopfseeadler in einem grünen Verkehrsdreieck. Hier hat man das Gefühl, das ist noch echte Heimatschutz und Heimatliebe, so wie es in den Alpen ist. Hier, dieses ist ein modernes Schild, das eigentlich die Leute, die heute nur noch mit Kraftfahrzeugen unterwegs sind, wissen. Also hier ist genau dieselbe Bedeutung in den Verkehrsregelungen, Betretungsverbote und so weiter mit Vorfahrt. Hier hat der Naturschutz Vorfahrt.
Hier ist also ein Stück Erinnerung drin. Und dann hat man also versucht, jetzt zu kombinieren. Und es gibt im Augenblick die abenteuerlichsten Schilder. ...1991 überraschte sie die freudige Nachricht. Alle Umweltminister hatten auf einer Konferenz empfohlen, deutschlandweit Kretschmanns Eule einzuführen. Das ist ja großartig. Die Eule hat über den Adler gesiegt, denn die Eule ist das Zeichen der Weisheit und der Adler ist das Zeichen der Macht. Im Zeichen der Eule haben die Kretschmanns auch selbst gelebt. Tausende Menschen in ihrem Lehrgarten empfangen. Ganze Landschaften geschützt. Sie bekamen den Europäischen Umweltpreis, wurden Ehrenbürger ihrer Stadt Bad Freienwalde, setzten sich ein bis zuletzt. Ich wünsche mir, dass für die ganze Bundesrepublik diese Eule verbindlich im Naturschutzgesetz festgeschrieben wird. Morgen Nachmittag ist die Trauerfeier für Kurt Kretschmann in Bad Freienwalde. Dort ist das Haus der Naturpflege auch im Winter. Gelebt haben sie schon immer, ohne Auto und dicke Sparbücher. Daran änderte sich auch nichts, wenn die Zeiten sich änderten. Man sieht, dass er sehr humusreich ist. Und unter unseren Besuchern im Juli, da war auch Fachleute, die das beurteilen können. Und die waren überrascht, dass wir 5% Humus im Boden haben. Und diese totale Mulchmethode, die wir jetzt auch mit einem Buch beschrieben haben, die müsste man natürlich nun noch 10, 20 Jahre weitermachen, um zu sehen, was dann sich ergibt. Aber mit 82 Jahren ist das natürlich nicht so ohne weiteres machbar. Wieder ist ein Experiment gelungen. Kein Komposthaufen mehr. Den Boden gleich abdecken, wie es der Wald macht mit seinem Laub. Zum Beispiel mit der alten nährstoffreichen Heilpflanze Beinwell. Und natürlich überall Häuser für Insekten und Vögel. Erne und Kurt Kretschmann, seit 1947 Pioniere des ostdeutschen Naturschutzes. Nun haben sie aus einem wilden Hang auch noch diesen Garten gezaubert, gleich hinter der Mietswohnung, in die sie vor Jahren eigentlich aus Altersgründen umgezogen sind. Wieder ist es ein Lehrgarten, Eintritt kostenlos. Weil viele der Experten ja manches auch nur aus der Theorie haben, haben ein ungeheures Wissen und berufen sich immer dann wieder auf diesen und jenen Professor. Und hier ist wirklich dann mal ein praktisches Beispiel. Und das ist, was wir vor 20, 30 Jahren schon immer gefordert haben unter dem Motto Naturschutz vor der Haustür. So gehört auch diese Variante mit dazu, dass wir uns jetzt bemühen, was uns in unserem Alter noch möglich ist, gerade auch die Menschen mit Gärten anzusprechen und sie zu aktivieren. Ihr Garten in Bad Freienwalde, dem Städtchen am Rande des Oderbruchs, eingebettet in die Hügel des Barnim unweit Berlins. Für viele wurde es zum Mekka, denn hier erhielten Naturschützer, Gärtner oder Landwirte einfache, aber wirksame Tipps zum Umgang mit Garten und Landschaft. Noch mehrmals in der Woche spazieren sie hinüber zu ihrem Lebenswerk, dem großen Lehrgarten rund um ihr selbstgezimmertes Holzhaus, dem heutigen Haus der Naturpflege.
Hier lebten sie bis 1983 von eigenem Obst und Gemüse, empfingen über 120.000 Besucher, schrieben 2.000 Fachartikel, planten Schutzgebiete, präsentierten hunderte Arten von Gehölzen, Stauden, Farnen und Gräsern, ohne Eintrittsgeld, erspart nur mit Vorträgen und Zeitungsartikeln. Nun haben sie vom Geld des Europäischen Umweltpreises auch noch ein Naturschutzmuseum eingerichtet. Weil dies sozusagen eine Urzelle der praktischen Naturschutzarbeit gewesen ist über die Jahre der DDR, wünschten die beiden Herren, der Umweltminister Platzek und Professor Suko, dass dies für die Nachwelt erhalten wird. Und das haben wir aus den so vielen Arbeiten durch die Jahrzehnte versucht darzustellen. So geben wir hier, diese Veranda war unser Lebensraum den ganzen Sommer über. Ich habe hier mit meiner Schreibmaschine gesessen und viele tausend Blätter geschrieben an Artikeln und Büchern und organisatorischen Dingen. Wir sind ja auch mit der Naturschutzarbeit in den Kulturbund eingedrungen, der damals unsere Heimstätte war, hatten die Natur- und Heimatfreunde, haben die Wandergruppe hier geleitet. Und über all die Dinge wird hier zum Teil Originale, weil wir die auch doppelt haben, oder in Kopien dargestellt für jeden interessierten Besucher. Es sind 17 verschiedene Fachgebiete, die wir bearbeitet haben, auch bis zur Denkmalspflege hin, die in kleinen Gruppen auch über unsere Lebensweise, wir sind seit langen Jahren Vegetarier, darüber ist eine kleine Abteilung, oder als Kriegsgegner, als Pazifisten, auch darauf weisen wir hin, denn zwischen der Umwelt- und Naturschutzarbeit und den von mir genannten Dingen eben besteht ja ein Zusammenhang, und darüber wollen wir die Besucher informieren. Das Archiv zweier langer Naturschützerleben. Dabei sah es anfangs nicht danach aus. Kurt verbringt seine Jugend auf den krankmachenden Hinterhöfen der Arbeiterviertel in Berlin der 20er Jahre. Es mangelt an Raum, Sonne und Luft zum Atmen. Nicht zuletzt der wohlmeinende Rat eines befreundeten Arztes treibt den Schneiderlehrling jedes Wochenende hinaus in die Wälder vor die Tore der Stadt. Auf seinem täglichen Arbeitsweg liest er auch in den Schaukästen der KPD-Zentrale die Rote Fahne. Neugierig geworden, spart er sich Bücher vom Munde ab, die sein weiteres Leben entscheidend lenken sollen. Fasziniert erfährt er von alternativen Lebensweisen, von Menschen, die sich vegetarisch ernähren oder sich dem Krieg verweigern. Die wesentlichen Leute, die uns beeinflusst haben, waren damals Werner Zimmermann. Er war der bekannteste Jugendführer von Europa, ein Schweizer Lehrer. Vegetarier, ist durch alle möglichen Länder, Japan und USA und Mexiko und überall gewandert, hat wunderbare Bücher geschrieben und hat diese Lebensweise vorgelebt auf die einfachste Art. Und das hat sich dann fortgesetzt in Gandhi und Schweizer. Und da gibt es also auch noch viele andere Vertreter. Kurz Einstellung zum Militär wird nach dem Ersten Weltkrieg geprägt durch die Begegnung mit Ernst Friedrich. Neben Erich Mühsam und Gustav Landauer einer der bedeutendsten Antimilitaristen und Anarchisten der Weimarer Republik, heute vergessen. Friedrich zeigt in seinem Antikriegsmuseum die unverblümte Wahrheit über die Schrecken des Krieges. Tief beeindruckt wird Kurt Kretschmann zum entschiedenen Kriegsgegner, trägt das Symbol am Kragen. 1933, die Nazis kommen an die Macht. In Deutschland gibt es 6 Millionen Arbeitslose, als Kretschmann, der in einem Berliner Schneiderbetrieb Wehrmachtsuniformen nähen soll, sich trotzdem verweigert und kündigt. Ohne Arbeitslosenunterstützung versteckt er sich fortan in einer Gartenkolonie im Norden Berlins. Gemeinsam mit Freunden lebt er von Pilzen und Salat, vielen Büchern und langen Gesprächen. Dies ist auch der Ort, an dem sich die Lebenslinien von Erna und Kurt kreuzen. Und er wandert. Mit 20 Mark in der Tasche 10.000 Kilometer quer durch das noch kriegsfreie Europa. Vom Steigerwald zum Lago Maggiore sind die Landschaften seine Universitäten. Bewundert er traditionelle Lebensweisen und sorgsamen Umgang mit der Natur. Erna wächst auf in Köslin bei Stettin. Die Mutter, einst selbst Tagelöhnertochter, spart als Köchin in pommerschen Adelshäusern jeden Groschen auf.
leiht von den Herrschaften Werke von Gorki oder Dostojewski, um Erna den Weg zu ermöglichen, der ihr selbst verwehrt blieb. Der Besuch des Lyzeums und ein pädagogisches Studium. Neben der Neigung zur Literatur erfährt sie von ihr eine tiefe Menschenliebe. Ihre Liebe zu Kurt ist noch jung, als er 1940 nach Gestapo-Verhören zum Militär und schließlich an die Front gezwungen wird. Erna steht zu ihm, heiratet ihn per Ferntrauung, hält ihn am Leben, als er 3 Monate vor Kriegsende desertiert und sich bis zur Befreiung in Bad Freienwalde unter einer Laube versteckt. Als ich hier desertierte, das habe ich in 2 Nächten habe ich das gebaut. Ich war ja doch im Krieg immer damit beschäftigt, Bunker zu bauen und solche Sachen zu tarnen und so weiter. Da habe ich meiner Frau gesagt, ich habe keine Angst davor, dass sie mich finden und mich erschießen. Aber ich habe Angst davor, dass sie sagen, das ist zu gut für ihn, also wir schlagen ihn mit Knüppeln tot und so weiter. Und davor habe ich Angst. Und da hat meine Frau gesagt, wie es auch kommen mag, ich bleibe bei dir, dann sterbe ich mit dir. Nach dem Krieg finden die beiden schnell neue Aufgaben. Ich war Kreisbeauftragte im Kreistagsabgeordnete für die Frauen hier in den ersten Jahren. Und als ehemalige Kindergärtnerin und Hortnerin hatte ich für die pädagogischen Fragen sowieso Interesse. Der Schulrat wollte mich immer wieder in Schuldienst haben. Aber da wir auch unser nach Beendigung des Faschismus mal endlich unser, das uns sehr viel Opfer gekostet hatte, unser eigenes Leben gestalten wollten, wollten wir etwas gemeinsam machen. Und da kamen wir durch den Zufall, dass beim Schulrat angefragt wurde, von der Potsdamer Landesregierung einen Kreisbeauftragten für Naturschutz zu finden. Und da sagten wir, na, das ist doch etwas, was wir gemeinsam machen können. Und so stiegen wir, ohne zu ahnen, welche universelle Arbeit auf uns zukommen würde, in die Naturschutzarbeit ein. Die Dörfer des Oderlandes sind für Kurt Kretschmann voll bewahrenswerter Geschichte. Mit dem Fahrrad oder zu Fuß erkundet und dokumentiert er die Gegend mit ihren verbliebenen Natur- und Kulturschätzen. In einer beispielhaften Landschaftsanalyse des Kreises Oberbarnim kartiert er alle Bau-, Boden- und Naturdenkmäler. So entdeckt er alte Taubenhäuser, Feldbacköfen oder große Findlinge, weckt über Gespräche neues Interesse, märkische Heimatkultur zu bewahren. Öffentlichkeit ist den Kretschmanns wichtig. Mit einfachsten Mitteln organisieren sie bereits 1950 eine Naturschutz-Wanderausstellung. In 14 Städten begeistert sie fast 200.000 Menschen. Mit dem neuen Naturschutzgesetz der DDR 1954, an dessen Erarbeitung Kurt Kretschmann maßgeblich beteiligt ist, wird auch ein neues Symbol geboren. Man muss die Objekte, die man sichert, Naturdenkmale und so weiter, muss man kennzeichnen. Und da haben wir also dieses Eulenschild entwickelt. Und zwar deshalb, weil die Menschen, die wir mit unseren Erhebungen befragten, gibt es im Dorf noch eine Schleiereule oder einen Steinkauz. Da sagten die Leute dann wiederholt, ach, sie wollen auch wissen, wo der Totenvogel wohnt. Und da kamen wir dann dahinter, dass sie solche Vorstellungen hatten, dass wenn Kranke waren, die in der Nacht Licht hatten, dann flogen die Kölze da vor den Fenstern und fingen die Nachtinsekten und dann sagten sie, ja, die Eulen haben gerufen, jetzt muss der Kranke sterben. Und weil die Eule so verleumdet war, habe ich gesagt, die machst du jetzt als Zeichen für den Naturschutz, damit wir den Leuten zeigen, gerade dieser Vogel ist für uns also wertvoll und das ist alles eine völlig falsche Einstellung. Doch gilt die Aufmerksamkeit der Kretschmanns nicht nur dem Schutz der märkischen Landschaft. Schon in den 50er Jahren setzen sie sich für die Bewahrung bekannter Naturparadiese wie der Sächsischen Schweiz oder der Müritz ein. Deren Ostufer soll für 4 Jahre ihre nächste Station werden.
Ein alter Hof bei Waren ohne Strom und Wasser wird unter ihrer Leitung ab 1956 durch ungezählte, unentgeltliche Arbeitseinsätze zur ersten Lehrstätte für Naturschutz in Europa. Mit Gesang und Fröhlichkeit erleben hier Lehrer, Journalisten, Herbergsleiter und Künstler unvergesslichen Unterricht. Erlernen das ABC des Naturschutzes. Als jedoch Kretschmanns anhaltende Forderungen nach einem festen Etat ungehört verhallen, ist ihre Geduld erschöpft. Das Leben wieder selbst bestimmen wollen sie. An Ideen mangelt es nicht. 1960 gehen sie zurück nach Bad Freienwalde, entwickeln hier einen Lehrgarten und das Haus der Naturpflege. Einer der damaligen Schüler war auch Michael Suko. Wenn es seine Zeit erlaubt, ist der heutige Professor für Landschaftsökologie und Träger des alternativen Nobelpreises noch zu Gast bei den beiden, wie hier zum 35. Jubiläum des großen Lehrgartens. Im Nachbardorf aufgewachsen erfuhr er, der als 12-Jähriger bereits alle Vogelarten Brandenburgs kannte, bei den Kretschmanns liebevolle Förderung seiner Naturinteressen. Diese Lehrstätte für Naturschutz war für mich eine auch ganz prägende, wichtige Einrichtung. Denn immer wenn ich Ferien hatte im Sommer, dann war ich natürlich bei Kretschmanns auf dem Müritzhof und habe dort Exkursionen mitgemacht. Nachher auch durfte ich schon erste Gruppen führen, wenn er keine Zeit hatte. Also ein erstes Ranführen an Natur erklären, Natur vorzeigen, Naturschönheit empfinden. Und dann war es eben auch so, dass ich dann natürlich im Lehrgangsbetrieb mich einbrachte und viel lernte von den dort vorhandenen Spezialisten, eben Fledermaus-Spezialisten, Uhu-Spezialisten, all das kam nach Müritzhof und Kretschmanns prägten ganz sicher mehrere Generationen von Naturschützern der DDR auf diesem Müritzhof. Kurt und Erna 1982 in einem Fernsehfilm. Mit unzähligen Karren Lehm haben sie seit 1960 den Sandboden ihres großen Gartens in Bad Freienwalde verbessert. Das Haus der Naturpflege entsteht ohne einen Pfennig öffentlicher Unterstützung. Der Grundgedanke war, Häuser für Naturpflege am Rande der Großstädte einzurichten. Aber das ist nicht passiert. Der Naturschutz, der staatliche Naturschutz, war zu schwach in der DDR. Der hat diese Idee nicht aufgegriffen. So ist das beschränkt geblieben auf Freienwalde. Aber diese Häuser für Naturpflege hätten ja in jedem Landstrich und in jeder Gegend ein anderes Gesicht gehabt. Die wären ja immer wieder anders gewesen. Aber sie hätten gezeigt, man kann die Natur nicht nur ausbeuten, das war also auch in der DDR gang und gäbe, dass man die Rohstoffe rausnahm, wo man sie fand. Und das ist heute nicht anders, heute ist es vielleicht noch schlimmer, sondern man muss die Natur schützen, man muss sie pflegen und man muss sie auch gut gestalten. Und das sollten die Häuser für Naturpflege bringen. Und hier ist nun die Zentrale gewesen für diesen Gedanken. Aber 22 Jahre haben wir ohne staatliche Mittel das von uns privat durchgeführt. Für jedermann zugänglich soll er sein, der Bursberg rund um das Holzblockhaus. Kein Garten eigentlich, sondern ein Stück Landschaft. Anregung für die Besucher ist den Kretschmanns gleich zu tun und Natur zurück in die Städte und Dörfer zu holen, um von ihr und mit ihr zu leben. Als Vegetarier ernten die beiden ihr Obst und Gemüse selbst, optimieren Anbaumethoden. Lupine neben Kartoffel, Dahlien neben Tomaten. Der Regenwurm ist einer ihrer besten Freunde. Im Komposthaufen tausendfach vermehrt, zersetzt er auf den Beeten fleißig das Laub der großen Eiche nebenan. Der beste Dünger weit und breit. Nisthilfen gibt es zu sehen, nicht nur für Vögel, auch für Fledermäuse und Bienen. Lebensräume schaffen, Ziegel, altes Holz, Steinhaufen, statt aufgeräumter Kleingärten. Den Schaugarten pflegt heute liebevoll ein Verein mit ABM-Kräften und einigen Fördermitteln vom Brandenburger Umweltministerium.
Immer gehen sie mit ihren Erfahrungen hinaus ins Land. Nichts ist Selbstzweck. Die Dorfanger vieler Gemeinden im Oderbruch tragen noch heute die Handschrift der Kretschmanns. Gemeinsam mit den Einheimischen arbeiten wollen sie, Lebenswelt gestalten. Über die Jahre gepflegte Parks und Gärten sind für die beiden der schönste Lohn. Wir betrachten das eben als unsere Aufgabe, gute Ideen für die Natur und für den Menschen zu verbreiten. Da spielt nicht diese geldliche Frage eine Rolle, die ja heute so im Mittelpunkt des ganzen Lebens steht, sondern die war bei uns immer abgewertet, das war bei uns immer ganz nebenbei. Aber wir haben immer uns Aufgaben gesucht, die wir selbst bestimmt haben. Wir sind also nicht bezahlt worden von einem Betrieb oder von irgendeiner Organisation, sondern wir wollten das machen, was wir für richtig befunden haben. Und unsere einfache, spartanische und billige Lebensweise, die hat es eben ermöglicht, dass wir uns das leisten konnten, dass wir es durchsetzen konnten, trotz vieler äußerer Widerstände, die es natürlich gegeben hat. Der letzte märkische Ziegelbrennofen in Altgaul bei Vriezen, zugleich einer der schönsten Storchenhorste. Heute beherbergt er eine Ausstellung über den Lebenswandel von Meister Adebar. Und wie sollte es anders sein? Auch das eine Idee der Kretschmanns. Wir hatten hier in Freienwalde die Zentrale für den Weißstorch, nicht nur für die DDR, sondern mit 14 Ländern Europas, von Spanien angefangen. Das war alles noch in der DDR-Zeit. Haben wir gemacht, wir haben niemand gefragt, es hat uns auch niemand verboten. Und wir haben alle zwei Monate einen kleinen Druck rausgegeben, Storchmitteilung. Und was wir nun von diesen verschiedenen Ländern, also das ging über Frankreich, Holland, Belgien und so weiter, dann bis zur damaligen Sowjetunion, was wir da an Material kamen, das ist alles in diesen etwa 80 Storchmitteilungen enthalten. Unser Anliegen war, auch in den anderen Ländern Arbeitskreise Weißstorch zu bilden. Und das ist uns in Ungarn gelungen, in der Tschechoslowakei und in der Ukraine, in Kiew, in der Universität. Dass Störche Frösche mögen, weiß heute jedes Kind. Aber auch Mäuse und allerlei Insekten in einer vielfältigen Landschaft garantieren das Überleben der klappernden Freunde. Doch in den 50er Jahren geht es den großen Feuchtgebieten an den Kragen. Neulandgewinnung für die auf sich selbst gestellte Ernährung in der DDR. Sie wird auch als wissenschaftliche Pioniertat gefeiert. Doch die Trockenlegungen der großen nordostdeutschen Moorgebiete bringen später ein ökologisches Desaster. Der Moorboden trocknet aus, verwandelt sich in unfruchtbaren Staub. Ein neues Zauberwort dann in den 70ern, Flurbereinigung. Nüchterner Begriff für die groß angelegte Beseitigung von Weihern, Hecken und Wäldern in Ost und West. Fleisch und Getreide produzieren wie in Fabriken. Traditionelle Landschaftsbilder müssen weichen. Wo in alten Weiden einst die Eulen hausten, ziehen nun Maschinenkolonnen ihre Spur auf riesigen Ackerflächen, chemiegepflegt und maschinengerecht im Planquadrat. Leitbild auch heute in der bauernarmen Intensivlandwirtschaft. Auch hier sahen die Kretschmanns Aufklärungsbedarf. Ein Filmdokument von 1982. In ihrem Umfeld versuchen sie, die schlimmsten Eingriffe zu mildern, um letzte Feuchtgebiete in der Agrarlandschaft zu erhalten und treffen auf Verständnis bei denen, die es noch anders kennen. Das ist ein Schlag von 21 Hektar. Da war früher bei Ritz-Richard, da war ein großer Pool, so ein Tümpel. Nee, da war mit Rohr bewachsen. Und der Tümpel war aber auch noch
Melleriert, also durch Röhren und zum Graben hin. Was hat man mit dem Tümpel gemacht? Den hat die Melleration zugeschüttet. Und was hat es jetzt der Erfolg? Jetzt steht der 21 Hektar Schlag zur Hälfte im Frühjahr unter Wasser. Oftmals scheinen die Widerstände für die Naturschützer unüberwindbar. Doch zögerliches Umdenken beginnt. Letzte Chance auch für alte Kulturlandschaften wie das Niederoderbruch. 1982, einer der vielen Versuche, die kleinen Gewässer und Baumgruppen zu erhalten. An der Spitze der Bemühungen Professor Suko. Uns geht es eben darum, dass diese Landschaft weiterhin genutzt wird, wie es in den letzten 50 Jahren schon geschehen ist, aber dabei diese Substanz an naturwissenschaftlich wertvollen Lebensräumen weiter erhalten wird. Und deshalb freuen wir uns eigentlich, dass jetzt hier Übereinkunft erzielt worden ist, dass die Aufwendung nicht weitergeführt wird. Denn wir müssen davon ausgehen, dass das letzte Stück Oderbruch ist, was wir haben, was noch Feuchtwiesencharakter trägt. Und das ist wirklich eine große Rarität. Wir haben die großen Moorniederungen generell stark entwässert. Wir haben die Auen zu Ackerstandorten gemacht und hier sind noch Wiesenlebensräume. Und deshalb der hohe Wert. All die Bemühungen über die Jahre haben sich doch noch gelohnt, als es engagierten Naturschützern und Professor Suko in der letzten Stunde der DDR gelingt, die wertvollsten verbliebenen Landschaften wie das untere Odertal, die Sächsische Schweiz, die Schorfheide oder Teile von Rügen als Nationalpark, Biosphärenreservat oder Naturpark zu schützen. Die alten Ideen auch der Kretschmanns. So. Jetzt gehen wir mal hier in den Raum rein, in dem haben wir nun gelebt, das war alles, das war unser Wohn- und Schlafraum. Die Ecke ist Küche gewesen und hier war unser Arbeitsraum. Hier habe ich mit meiner Schreibmaschine gesessen und viele, viele Beiträge geschrieben und viel Arbeit geleistet. Und die Besucher waren eigentlich doch davon angetan, in welcher Einfachheit wir hier eine ganze Menge bewältigen konnten an Arbeit für den Naturschutz. Und hier haben wir ja dann solche Sachen, Markgrafensee, völliges Bauverbot, das haben wir an den Seen dann angebracht und da durfte keiner bauen. Und das ist in der Nähe einer Großstadt wie Berlin mit 4 Millionen Einwohnern, dass wir hier als Nachbarkreis die Seen von der Bebauung freigehalten haben. Das sind große Werte, die hat der Naturschutz zu verbuchen, dass wir das geschafft haben. Es war ja zu der Zeit so bewiesen durch das Naturschutzgesetz der DDR, dass in gewisser Weise nur der traditionelle Naturschutz betrieben wurde. Geschützte Pflanzen, geschützte Tiere, einzelne Objekte. Da aber die gesamte Wirtschaftsentwicklung, man kann ja sagen weltweit, sich so rasant zur negativen Seite in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat, ist jetzt ein universeller Umweltschutz und Naturschutz ein ganz anderer, als er vor 40, 50 Jahren war. Hunderte Wochenendeinsätze für angenehme Wanderwege, für schöne Parks oder den Storchenschutz. Freiwillige gewinnen. Heute ist es schwieriger. Man freut sich, wenn man noch ganz klein bisschen kann. So haben die beiden in einer ungeheuren Produktivität, geistig schöpferische Arbeit, körperliche Arbeit, Gartengestaltung, eben ihr Leben ganz einfach, ganz überzeugend verwirklicht, ohne nach Geld oder nach Position zu schauen, sondern eine ungeheure Uneigennützigkeit oder Gemeinnützigkeit, etwas für andere
zu schaffen, für andere etwas Vorbild zu sein. Und das habe ich sonst nie wieder erlebt. Denn alle anderen, die um mich sind und ich selber, sind ja so widersprüchlich, so zwiespältig in unseren Ansprüchen, in unseren Vorstellungen. Aber bei Ihnen ist eben so überzeugend diese Einheit von Leben und Idee der Lebensgestaltung. So. Jo, warte mal. Bis ich komme. So. Ja. Satt, dann kommen wir jetzt zum kulturellen Teil, zum wunderschönen Teil. Heute haben wir ja die Ehre, unseren Kurt Kretschmann hier zu haben. Wir nennen ihn ja auch den Vater des deutschen oder ostdeutschen Naturschutzes und wie sicherlich alle wissen, auch der Urheber der Naturschutzeule, wie sie hier vorne am Eingang uns schon erwartet hat. Die steht ja unten gleich hier, Landschaftsschutzgebiet Freienwalder Waldkomplex. Ein Alpenverein, aus den Worten lauschen will und heute schon eine kleine Wanderung hinter sich hat er erzählt, und zwar vom Falkenberg nach, ja, bis hier erstmal, den Bismarckturm schon erstiegen hat, ja, und denke ich mal auch ganz angetan ist von unserer schönen Oberbarnimer Heimat. Ja. Versteht und will, weil wir ja hier in einer Jugendherberge sind, mal mit dem anfangen, was ich mit dem Wandern zu tun hatte in meinem Leben. An sich bin ich im Arbeiter. Habe ja nach dem Ersten Weltkrieg da die Verhältnisse erlebt. Eigentlich Erster Weltkrieg, Kaisertum, dann die Weimarer Republik, dann die Nazizeit, dann die DDR-Zeit und jetzt eben die bayerischen Hosenträger und hatte so kleine Fahnen. Die Länder, die ich also besucht hatte, ob wenig oder viel, die hatte ich so auf der Brust mit kleinen Fahnen, sodass ich, wenn ich mit Leuten zusammenkam, doch gleich irgendwie Interesse erweckte und die auch Fragen an mich stellte. Aber heute, in dieser jetzigen Welt, sich nun gedanklich in die damalige Situation hineinzuversetzen, das ist natürlich unerhört schwer. Es war ja nun ganz andere Verhältnisse und ich habe eben da auch in Berlin die Arbeitslosigkeit miterlebt mit 6 Millionen Arbeitslosen. Aber wenn man das mit heute vergleicht, so kann man das eigentlich nicht vergleichen. Das war natürlich eine völlig andere Zeit.
Und ich illustriere das damit, dass zum Beispiel mein Vater in seinem Berliner Haus, wo er da gewohnt hat, das sind ja alles drei, vierstöckige Häuser gewesen mit vielen Menschen, da hatte er auch einen Freund und dieser Freund nahm sich das Leben eines Tages und er war davon sehr stark berührt und rannte zur Polizei. Ich möchte mal nach Potsdam kommen zur Landesregierung, sie hätten mit mir was zu besprechen. Und ich wurde also nach Potsdam gerufen. Und da machte man mir den Vorschlag, ob ich nicht das als Landesbeauftragter übernehmen würde, weil man mit den jetzigen, den man damals hatte, nicht zufrieden war. Und ich sagte, ja, unter den Bedingungen, da mache ich sofort kehrt, denn ich habe ja viel bessere Bedingungen im Kreis Freienwalde und da brauchen wir uns ja nicht lange zu unterhalten. Aber da haben sie dann gesagt, bleib doch mal hier und so weiter, wir werden noch versuchen, das zu klären. Und die Klärung war die, dass sie mich als Landesbeauftragter bezahlten und ich dann jede Woche einen Tag nach Potsdam kommen musste, um dort zu arbeiten. Aber die andere Zeit waren wir im Freien Walde, wo wir eine Schreibmaschine hatten und so weiter, waren wir vom Freien Walde aus tätig. Und habe da natürlich keinen leichten Stand gehabt. Das kann ich aber jetzt nicht so weiter erklären. Jedenfalls habe ich das 2,5 Jahre gemacht. Also, dieser Mann war besonders aktiv. Und er hatte ja, begründet. Und das war das größte Naturschutzgebiet in der DDR. Und doch mal komm, und wir müssen da eine Lösung finden. Und da bin ich dann hingefahren mit dem Zug. Und am Bahnhof stand er mit einer Kutsche. Mit zwei schönen Pferden, nur in seinem Kreis mit der Kutsche umher. Und die hatte er dem Freund da geliehen. Und wir fuhren raus, 10 Kilometer weit, in den Wald da hinein. Und da lag direkt am Ufer der Müritz eine große Bauernwirtschaft. Kurt liegt ja sehr am Herzen der Frieden und da hat er hier ein sehr schönes Gedicht geschrieben, das heißt, du sollst nicht töten. Und das werden wir mal vorlesen. Was in den USA erdacht, die war gegen Hitler in Berlin gemacht, aber der schoss sich in seinem Bunker tot. Über der deutschen Hauptstadt wehten viele Fahnen, die waren rot. Da warf man sie über dem noch unbesiegten Japan ab. Für 100.000 Kinder, Frauen und Männer das Massengrab. Und auch die noch weit schlimmere Wasserstoffbombe haben heute Christen. Unvorstellbar, sie einmal anzuwenden. Du sollst nicht töten, 4 Worte nur. Ich empfand das einmal als unverletzbaren Schwur. Lag aber vor Moskau im deutschen Heer, in vorderster Front mit einem Gewehr. Mir war klar, wir hatten da nichts zu suchen. Die Russen hatten ein Recht, uns zu verfluchen. Wir wollten ihr Eisen, Kohle, Erdöl und Gold. Doch mit welchem Recht haben wir das gewollt? Offen dagegen einzutreten, wie sollte man das machen? Die Nazis hätten mich umgebracht mit einem Lachen. Ich wurde von der Gestapo 1 Stunde vernommen. Und bin dann bei 30 Grad Frost an die Front gekommen. Das war 1942, vor Moskaus Toren. Da habe ich in der ersten Nacht geschworen, nie schieße ich auf einen Russen mit meinem Gewehr.
Das mache ich nicht, da lege ich mich quer. Gleich ging es in einem Großangriff hinein. Den Kessel von Demjansk aufbrechen, 100.000 Mann befreien. Die Rote Armee hatte sie eingeschlossen. Wie viel Blut war hier schon geflossen? Drei Divisionen kämpften 7 Tage lang. 50.000 Soldaten man noch fand. Auch die wären verhungert oder erfroren. Doch von den 3 Divisionen ging eine verloren. Es gelang, einen Zugang zu erringen und neue Truppen in den Kessel hineinzubringen. Auch ich war dabei und stand oft vor dem Tod. Da rannten wir 7 Stunden lang und entgingen dieser Not. Ohne Waffen retteten wir unser Leben. Schnell war man dabei, uns neue zu geben. Doch dann kamen die Russen mit 100 Panzern heran. Ich wurde verwundet. 4 Wochen Lazarett, die Erinnerung daran. Später wurde ich wieder verwundet und bekam die Ruhr und Malaria. 2 Jahre im Krieg, was alles da geschah. Meinen Schwur blieb ich treu. Damit kehrte ich zurück. Aus russischer Gefangenschaft ein unglaubliches Glück. Doch die Ankunft in Freienwalde war nicht, wie ich dachte. Sehr schweres Leid sie mir erbrachte. Erna war auf dem Friedhof, dann hatte sie unseren Sohn Friedhard gebracht. Er starb an Diphtherie in der letzten Nacht. Keine Ärzte waren mehr vorhanden. Da breiteten sich die Seuchen aus und erfassten auch meine Familie zu Hause. Meine erste Arbeit, ich grub ein Loch. Die Ankunft in der Heimat, wie schmerzlich war sie doch. Ich wollte meine Geliebte mit 1000 Küssen überfallen. Nicht ein einziger blieb von allen. Nur ihre Hand habe ich schon lange festgehalten. Damit wollte ich sagen, wir müssen unser Leben neu gestalten. Wortlos gingen wir den Weg nach Haus. Auch die lieben Freunde, Ehepaar Lose, begrüßten uns ohne Blumenstrauß. Sie fühlten mit, was wir verloren hatten. Unser Schmerz warf auf die Zukunft einen langen Schatten. Wir sahen uns lange ins Gesicht. Was da vor sich ging, verstanden wir nicht. Warum? Wozu? Weshalb? Wurden wir davon betroffen? Nie bekamen wir eine Antwort. Alle Fragen blieben offen.